Ja, hallo armseliges Österreich, hallo liebe Seher von CryptoTV. Wie ihr feststellen könnt, sitze ich heute bequem und breit auf Romans Couch. Der Grund dafür ist, dass der Roman und ich gerade eine lange Bearbeitung unseres Undercover Kronenzeitung Videos gemacht haben. Das ist eigentlich schon im Juni, Ende Juni entstanden. Und ja, man hat länger nichts mehr gesehen. Das letzte fulminante Video, und das ist wirklich ernst gemeint mit fulminante Video, hat ja 1218 Aufrufe bekommen und war der Festspielempfang der Fanders, also Van der Bellen, Van der Leyen und alles, was sonst noch so gewaltig Van der irgendwo ist. Und ja, nachdem da ein Video entstanden ist aus dem Vorgeplänkel dazu, bei dem der Roman und ein paar wackere Mitstreiter aufgrund ihrer Beware-Fashion, es ging da um dieses alle Corona-Anordnungen boykottieren T-Shirt, mal wieder polizeilich beamtshandelt wurden, ich in weiterer Folge auch, obwohl ich vermeintlich ordnungsgemäß adjustiert war, habe ich mir gedacht, es ist mal wieder ein bisschen Zeit, vor die Kamera zu treten und was zu tun. Bei den sonntäglichen Spaziergängen und sonstigen Politveranstaltungen der Stadt Salzburg habe ich in letzter Zeit etwas durch Abwesenheit geglänzt, so wie der Roman gerade hier, der steht an der Kamera und schaut, ob das funktioniert. Wir haben nämlich da heute schon viel mit Rumadum zaubern müssen, um die Sache nicht wieder zu lang werden zu lassen. Wir haben ja alle unsere tolle und viel geschätzte Leonore. Und die hat ja vor einiger Zeit, damit ich keine Fake News verbreite, am Frequency Festival eine unglaublich talentierte Idee in die Welt gesetzt. Nämlich, dass man sich quasi als geneigter, woker, politisch korrekter, nicht rechtsradikaler und wie auch immer ihr kennt diesen Sprech, Bürger quasi tätowieren lassen kann, um dann quasi auf Steuerkosten im Wert von 1095 Euro, glaube ich, ein Klimaticket zu bekommen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe heute extra ein Nicht-SEB-Shirt an. Nicht, dass wieder der Staatsordnungsdienst kommt und was beanstandet. Ich trage trotzdem, weil ich tätowiert bin und mir die Sache ein Anliegen ist, mal wieder Beware Fashion. Ja? Und auf der steht quasi, selber lesen, die Undercover Cops das letzte Mal haben es nicht beanstandet. Mal schauen, ob die Pointe bei euch ankommt. Also bei allen, die dieses Video schauen. Es werden wahrscheinlich keine 1220 werden. Macht aber nichts. Jedenfalls, ich als Tätowierter habe mit grauen Schrecken festgestellt, die Leonore, die jetzt angeblich irgendwann einmal meinen erneuten Klimabonus auszahlen wollte, die Post dafür habe ich schon vor Wochen bekommen. Ist ein Baumführer gefällt worden, vermute ich mal. Ist Umweltschutz und so. Das Geld habe ich noch nicht bekommen, macht aber nichts. Damit kann ich gerade einmal im Auto voll tanken, wenn es gut geht. Jedenfalls, diese nette Leonore hat jetzt eben die Tätowierten für sich entdeckt. Und da fühle ich mich natürlich persönlich angesprochen, beim Klimabonus weniger. Und deswegen ist es auch ganz schön, kurz darauf hinzuweisen, der Roman wird es eventuell in groß filmen und das Ding dann vielleicht auch noch umdrehen, weil hinten steht nämlich noch drauf, um was es bei dem Ganzen geht. Ich darf das mal kurz, damit es nicht verwackelt ist, vorlesen. Also die Stadt Wien, ihr wisst schon, die mit dem Sonderweg, die Schikanenhauptstadt der Welt, hat quasi eine Karte rausgebracht zum Thema Fake Tattoo statt Fake News. Da steht hinten schön drauf, gib Fake News keine Chance. Fake News oder Falschmeldungen haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Sie werden bewusst verbreitet, um Menschen zu manipulieren und zu verunsichern. Passt deshalb besonders in sozialen Medien auf, hinterfrage Inhalte kritisch und prüfe die Quelle. Informiere dich, wie du sicher im Internet surfen kannst und dann natürlich noch ein wien.gv.at Medien und Fake News Gedöns. Wie gesagt, das ist zufälligerweise dieselbe Stadt Wien, die vor geraumer Zeit zum Thema Straßenrennen ein Werbevideo gemacht hat. Der Roman wird einen Screenshot davon einblenden. Und da hat man gesagt, also Menschen, die durch
Dass sie nicht ihr Handeln andere gefährden oder gar töten, sind hart zu bestrafen. Ich als bildungsferner Rechtsextremer und Schwurbler habe das sehr spannend gefunden. Es wäre nämlich in Aufarbeitung unseres Corona-Wahnsinns. Ich weiß, wir haben die neue Eresmutante und wir werden wieder mal alle sterben. Irgendwann schon an der Zeit, sich da auch zu fragen, ob das dann vielleicht auch gilt und wie lange der Wahnsinn der Stadt Wien eigentlich weitergehen soll. Damit kommen wir wieder in die Nähe, ins Niederösterreichische, wo Frau Gehwessler letzthin, wie gesagt, eine tolle Idee hatte, nämlich 1.095 Euro Steuerzahlergeld, also das von uns verdiente Geld, dafür herzugeben, wenn sich denn jemand von einem Tätowierer ein passendes Tattoo zum Thema Klimaticket, Go Green oder irgendeinem anderen Blödsinn stechen lassen will. Ganze 6 Menschen haben sich gefunden, die das gemacht haben. Das ist in Anbetracht der Besucherzahl des Frequency Festivals wahrscheinlich gar nicht so spektakulär. Trotzdem erschreckend, dass es 6 Menschen gibt, die tatsächlich nachgewiesener Art und Weise dermaßen blöd sind. Vielmehr ist allerdings für mich der Schock gewesen, dass sich ein Tätowierer gefunden hat, der das tatsächlich mit seinem Berufsstand, seinem Namen, seiner Zunft oder wie auch immer vereinbaren kann. Zur Erinnerung, ja, also lange Zeit waren Tätowierte stigmatisiert, ihr wisst, als Knastis, als Mörder, Homosexuelle oder sonst was. Und dann hat man plötzlich erkannt, es ist eine dermatologische Volksseuche, damit kann man Geld verdienen und deswegen hat man im EU-Recht, weil Österreich macht ja nicht nur alleine Blödsinn, beschlossen, man muss die alten Tattoo-Farben, die seit Jahrzehnten in Verwendung waren, jetzt verbieten, weil sie könnten krebserregend sein. Das sind chitinhaltige Käferpanzer von Insekten, die wir jetzt laut EU verspeisen dürfen. Natürlich nicht. Das sind Tabakprodukte, die wir, wenn eine Steuermarke der EU drauf ist, mit großem Profit verkaufen, natürlich auch nicht. Auch Alkohol tötet in keinem EU-Land. Aber wie gesagt, die Tattoo-Farben waren dann doch gefährlich. Und die Tätowierer, die während der sogenannten Pandemie als körpernahe Berufe über insgesamt fast 12 Monate zugesperrt waren, durften danach ihre Farben wegschmeißen, um neue EU-Zertifizierte zu kaufen. Das Ganze dient meines Erachtens noch weniger der Gesundheit als mehr einer neuen Chance, Geld zu machen. Dass Tätowieren generell ein Gesundheitsrisiko darstellt, ist jedem klar, der ein bisschen klar denkt. Also in Österreich und in Deutschland einem sehr kleinen Prozentsatz der Bevölkerung. Nichtsdestotrotz, ich bin tätowiert, ich habe es überlebt und ich staune, dass sich ein Tätowierer oder eine Tätowiererin gefunden hat, die sich auf ein Frequency Festival stellt und im Auftrag einer Regierungspartei, die die vorhin erwähnten Schwachsinnigkeiten, also Lockdowns für körpernahe etc. blablabla, EU-Tattoo-Farb, Gesetz und so weiter mitgetragen hat, jetzt auch noch hinstellt und dafür Go Green Klimaticket oder sonstiges Tattoo stehst. Ja, das ist Österreich, wie es leibt und lebt, und damit bin ich eigentlich mit der politischen Anteilnahme an den Geschehnissen des Landes für heute mal raus und freue mich und hoffe, dass ihr es euch anschaut auf die Veröffentlichung unseres Undercover-System-Medium-Kronenzeitung-Beitrags, der demnächst hier auf CryptoTV folgen wird. Wünsche euch einen schönen Abend, und wenn wir da gerade so bei Fake Tattoos statt Fake News sind, ich bin ein großer Freund von echten Tattoos und echten News, deswegen wird der Roman hier am Ende noch eine Veranstaltung einblenden, die findet am 11. September statt in Walz bei Salzburg. Näheres könnt ihr auf dem Zettel sehen. Da geht's quasi gegen Fake News. Da wird von der MFG eingeladen ein sogenannter Experte, also mal keiner von der Regierung, sondern das dürfte mal ein Mann sein, der wirklich was zu sagen hat, zum Thema Klimawandel, Klimakatastrophe und wie das tatsächlich in der Realität ausschaut. So, damit habe ich noch ein bisschen Werbung gemacht, für die ich kein Geld bekomme, und wünsche euch jetzt weiterhin in eurem unglaublich schönen rot-weiß-roten Land viel Spaß mit unserem tollen Undercover-Kronenzeitung-Video. Systemmedien und so.
Ihr wisst schon, Fake News mit Fake Tattoos. Ah, nein, mit echten Tattoos. Leonore macht's möglich. Danke fürs Schauen. Auf bald. Baba.